Jungsfahrzeug bitte anfahren. 5, 4, 3, 2, 1. Start frei im Rennen der Juniorklasse 25 Runden. Bleib mal, Heiko. Danke, Zuckerfeld. Ja, jetzt ist etwas das Tempo zurückgenommen worden. Du hast das Fahrerfeld auf die Fahrer, die vielleicht gerade in den Anschluss etwas verloren haben, jetzt wieder. Und zwei Sachprämien von Sebamed, der Sparkasse Köln. Nächste Runde Doppelfeldenabnahme, nächste Runde wieder Doppelfeldenabnahme. Der Victor fährt. Die Brauerei hier in Köln-Mühlheim ja ansässig. Jetzt die Abnahme der Doppelprämie im Rennen der Juniorklasse. Wiederum Doppelprämienabnahme, Doppelprämienabnahme. Also für den Schnellsten und den Zweitschnellsten. Die Rücke Nummer 15 und die einen Ausreißer aus Bocholt startet mit der Rücke Nummer 1, Yannick Heming, der sich hier aus dem Feld gelöst hat. Das ruft natürlich sofort die nächsten Fahrer. Schön zusammenbleiben, Jakob. Wir haben eine sechsköpfige. Nächste Runde erneut Doppelprämienabnahme in der nächsten Runde für die Fahrer der Juniorenklasse. Sechs Fahrer an der Spitze. So, hier wird richtig gearbeitet, die Lücke nicht zu groß werden zu lassen. Also da hat sich die Verfolgergruppe Koppel auseinander gerissen. Also schön, natürlich wieder dran kann. Also ein Stück weit Vorsicht walten lassen, Abnahme der Doppelprämie aus dieser sechsköpfigen Spitzengruppe. Um 16 Uhr das Hauptrennen, Dörnrennen, Rennen hinter den Schrittmachern, in zweiter Viertrieb, 20 Euro und schon in vollem Gange, Nummer 4 und die Nummer 15. Fahr, Jakob. Schon das eröffnet den Sport, fährt voll von vorne, sichert sich den Sieg. Entschuldigung, das ist die Rücke Nummer 4, das ist nicht Victor Müller. Vollkommen daneben gegriffen, Heiko Homrichhausen vom Zugvogel Aachen gewinnt das Rennen.